In dieser Rolle ist eine Bestellung, die ich relativ spontan getätigt habe, aber wo ich schon länger mal in der Art darüber nachgedacht habe. Und das Ganze dreht sich darum, dass ihr oft in meinen Videos das Regal hinter mir seht, und dadurch, dass das aber hinten offen ist, ist das Ganze so dunkel. Da habe ich immer auf einer weißen Rückwand überlegt, damit das Licht ein bisschen mehr so reflektiert wird. Und jetzt habe ich mir eine neue Idee ausgedacht, und die befindet sich hier drin. Und was hier drin ist und was ich damit vorhabe, seht ihr nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu meinem Vlog-Ecken-Facelifting. Das Intro war nicht sehr vielsagend, außer dass ich irgendwas verändern möchte in dieser Ecke. Und warum ich dieses Video auch irgendwie Facelifting betitel und hier von Facelifting spreche, werdet ihr gleich sehen, wenn ich dieses Video, wenn ich dieses Video, wenn ich diese Rolle mal öffne und euch den Inhalt präsentiere. Denn ich habe, okay, jetzt eine leere Röhre, die kann man ja vielleicht auch noch für irgendwas verwenden, habe etwas bestellt. Dafür habe ich auf einer Seite Bilder hochgeladen, die ich vorher ausgewählt habe. Und habe mir Poster drucken lassen. Die sind jetzt in 40x40. Diese Fächer hier sind 35x35 cm. Und diese Bilder sollen auf die Rückseite der Wand kommen, des Regals kommen und quasi als A-Rückwand dienen für das Regal und auch als optischer Hingucker. Das heißt, ich muss die Regale auch ein bisschen anders befüllen, damit man die später noch sieht. Und was man dazu sehen kriegt, ich sehe jetzt auch zum ersten Mal das Ergebnis. Mich hat jedes dieser quadratischen Plakate, nenne ich es mal, dieser quadratischen Großfotos, hat mich 4,27 € oder so gekostet, weil es ein Angebot war, wo man nicht drüber meckern kann. Und ich zeige euch jetzt mal, welche Bilder ich da hinten verwursten will. Einmal die gute Aloy aus dem aktuellen Horizon Zero Dawn. Anna Torv, besser bekannt als Agent Olivia Dunham aus Fringe, weil Fan von der Serie und so. Das sieht ja geil aus in groß, zu geil. Die Teenage Mutant Ninja Turtles, weil ich damit auch eine gewisse Nostalgie verbinde. Wer natürlich nicht fehlen durfte, ist Lara Croft oder Lara Croft. Vielleicht bin ich hier voll in Pappe. Jetzt kommt. Spontan fällt mir tatsächlich ihr Name nicht ein, was ein bisschen bitter ist. Ich denke, euch da draußen wird es jetzt einfallen oder ich werde es einblenden. Mir fällt da gerade nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Das PlayStation-Logo, was nicht fehlen durfte, wo ich bisher noch keine Figur von habe und auch kein vernünftiges Poster. Und ich finde, der Druck ist echt geil geworden. Superman, beziehungsweise speziell in diesem Fall Christopher Reeve, weil er für mich der Ur-Superman ist. Der ist der erste Kontakt für mich, den ich mit Superman hatte, mal abgesehen von den Comics. Und deswegen musste es Christopher Reeve sein. Finde ich sehr, sehr geil. Ein Comic-Anti-Helden, nein, eigentlich ist es noch nicht mal ein Held, ein Comic-Gegenspieler, den ich sehr geil finde, nämlich Venom. Die sind insgesamt richtig cool geworden. Ich bin begeistert. Also, hallo, ich habe nicht mal 5 € für ein Bild bezahlt. Nochmal die gute Angelina Jolie als Lara Croft. Auch das geil. Ich bin echt begeistert. Und zu guter Letzt Gillian Anderson, meine, ich hätte beinahe gesagt, quasi Jugendliebe aus Akte X in nicht jetzt als Scully, aber in einem recht schicken Bild. So, und diese Bilder werde ich irgendwie leider noch ein bisschen zurechtstutzen müssen, weil ich hatte überlegt, ich habe ja erwähnt, dass ich sollte hier mal erstmal sortieren. So, denn ich hatte diese, ja, wie nennt man sie, Poster quasi direkt in 35x35 cm zu bestellen, was ja der Größe dieser Regale entsprechen würde. Dann könnte man sie, müsste man sie nicht zurechtschneiden und könnte sie problemlos hinten irgendwie befestigen, Poster-Strips oder so. Aber für 35x35 hätte ich irgendwie, ja, ich auf jeden Fall erheblich mehr pro Bild, also was heißt erheblich, hätte ich für jedes Bild mehr bezahlen müssen als 40x40, weil die vorgegebenen Maße waren so 20x20, 30x30, 10x40x40 und so weiter, diese geraden Maße. Wenn man seine Wunschmaße eingegeben hat, hätte man mehr bezahlen müssen, also habe ich mich dazu entschlossen, die in 40x40 zu bestellen.
Und muss sie denn gegebenenfalls anpassen oder lass sie einfach hinten auf der Rückseite überlappen? Ich weiß noch nicht, ich werde sie wohl lieber zurechtschneiden, weil sonst wird mir meine Freundin wahrscheinlich den Hals umdrehen, weil das ziemlich scheiße aussieht von der Rückseite. Und wenn man die alle eben ranmacht. Auf jeden Fall sollen die jetzt quasi, ich demonstriere es mal anhand eines Bildes, sollen die sollen so auf die Rückseite, so an die Rückseite, versteht ihr? Die Regale sind hier nach hinten hin ja offen. Da sollen die an der Rückseite befestigt werden. Dadurch wird natürlich das Licht, das von der Softbox kommt, so ein bisschen... Deswegen sind die auch fast alle mit weißem oder hellem Hintergrund. Wird das von einem hellen Hintergrund reflektiert, so hoffe ich jedenfalls. Und dadurch sieht man erstens im Video zumindest 7 Bilder. Je nachdem von welcher, wie ich die Kamera schwenke, wenn ich da oben auch noch machen würde. Jedenfalls sieht man dann die Bilder. Und es wird ein bisschen mehr Licht reflektiert und ich hoffe, dadurch wird es hier im Hintergrund auch heller und das stimmt alles ein bisschen stimmiger von der Beleuchtung her. So der Plan. Wie das effektiv aussieht, werdet ihr dann in diesem Video irgendwann sehen, wenn ich die da hinten befestigt bekommen habe. Wobei ich aktuell noch keine Posterstrips habe und so noch nicht so genau weiß, ob ich das hinkriege. Aber wir sehen uns später nochmal. Mir ist beim Videoschneiden aufgefallen, dass ich gesagt habe, wir sehen uns nochmal wieder. Also wollte ich offensichtlich noch ein Nachwort, also wollte ich nochmal was nachträglich sagen. Das mache ich jetzt einfach mal spontan. Wie ihr seht, wahrscheinlich, ich sehe völlig fertig aus. Ich bin's auch und irgendwie, oh Gott, sehe ich furchtbar aus. Aber die Ecke hinter mir sieht doch ganz gut aus, oder? Und es funktioniert. Der Hintergrund sieht ein bisschen heller aus. Spannend wird es noch zu sehen, wenn ich das wirklich mit meiner normalen Kamera mache. Das nehme ich jetzt mit dem Handy auf. Wenn ich das irgendwann mit der normalen Kamera mache, so richtig bei Beleuchtung mit Dings und Bearbeitung, wie ich so tue, dann werden wir mal sehen, wie das hier so aussieht. So viel jedenfalls erstmal dazu. An dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meine Videos konsumiert. Und ich bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.